Sollen wir Tortelloni machen? Kennst du Tortelloni? Machen wir Tortelloni. Ja, ja, Tortelloni mit Spinat und Ricotta-Käse. Super. Wir haben ja schon unser Pastateig. Machen wir mal Pasta. Dazu haben wir auch diesen wunderbaren Spinat. Wir haben frischen Spinat verwendet, den wir blanchiert haben. Blanchiert heißt eigentlich kurz vorgegart in Eiswasser abgeschreckt. Weil ihr eben gesehen habt, was ich super faszinierend finde, du hast den Spinat etwas länger gekocht, gegart, sodass wirklich das ganze Wasser herauskommt, dass wir das nachher ausgepresst haben. Genau. Dass wir wirklich möglichst kein Wasser drin haben. Blanchieren ist ein Vorgaren. Der grüne Farbstoff Chlorophyll tritt an die Oberfläche. Es wird kräftiger, grüner und ist halt schon schön vorgegart. Ja, und das Wichtige in diesem Rezept ist auch, weil die Ingredienten habe ich vergessen. Ich erkläre mal kurz die Ingredienten. Was wir jetzt in unsere Füllung in Tortelloni machen, wir haben jetzt die Ricotta-Käse, wir haben die Parmesan, dann wir haben die frische Spinat angewendet. Man kann auch gefrorener Spinat. Genau. Fein geschnitten. Dann ein bisschen Salz und ein bisschen Muskatnuss. Das ist, was wir als Füllung heute machen in Tortelloni. Das hört sich super an. Ja, dann fangen wir mit unserem Pasta an. Auf unsere Pastamaschine ein kleines Stück aus dem Pastateig nehmen und dann so zusammen machen und pressen. Mhm. Und wieder in der Maschine, damit wir die Länge der Maschine bekommen. So, jetzt sieht der gut aus, finde ich. Ja. Jetzt fangen wir an, die Löcher runter. So. Wir fangen wieder ganz oben an, damit wir wieder langsam Stufe für Stufe runterkommen. Ja, genau. Damit der Teig nicht reißt. Klasse. Aber der Teig ist so schön elastisch, finde ich. Oh ja. Der ist wirklich schön, mit so einem Teig zu arbeiten, ne? Ja. Und der ist ja ganz einfach eigentlich. Ja. Also Eier und Mehl, ne? Eier, Mehl, das war's. Ja. Ehrlich. Ja. Fängt er an, ein bisschen lang zu werden. Wenn er zu lang wird, kann man ihn auch schneiden. Ne? Man muss nicht hier stehen und Akrobazien machen. Bevor genau, danke, zu lang wird. Man kann den auch schneiden. Aber es geht ein bisschen schneller, wenn man den definitiv, ja, ganz nimmt. So. Okay. So. Klasse. Oh, die sieht doch fein aus. Yep. Mal halb machen, sonst macht er sich ein bisschen. Ne? Aha. Ah. Aha. Machen wir halb. Hier schneiden, ja. Genau. Voilà. Dieser machen wir so, dann habe ich nicht gut genug gemacht. So. So. Wunderbar. Nimm mal ein Messer, hier abschneiden, damit er perfekt ist. Unser kleines Stück halb machen. Mhm. Und dann, hier ist es sehr wichtig, dass die wirklich viereckig sind, weil sonst sind sie schwierig zu machen. Mhm. Also exakt gleich. Ja, weil wir müssen dann diagonal wenden und dann müssen sie viereckig sein. So, okay, dann. Das sieht super aus. Jetzt haben wir unsere Pasta und dann machen wir unsere Füllung. Ricotta. Genau, wieder ein Ricotta. Also übrigens, Ricotta, der ist klasse. Also hätte ich nicht gedacht, dass der schmeckt wunderbar. Er hat von sich aus alleine schon so ein Aroma. Ja. Genial. So, dann machen wir ein bisschen Spinat. Und die, ja, für vier Personen ungefähr 250 Gramm Ricotta, eine Tasse Spinat, eine Tasse Parmesan, kleines wenig Muskatnuss. Eine Fingerspitze Salz. Also ich finde, hier beim Spinat speziell kommt wirklich darauf an, wie grün Ihre Füllung sein wollen. Also ich liebe Spinat, ich will den gerne ganz grün haben. Natürlich. Da kann man ja gucken, wie man das am besten liebt. Das Wichtige ist, finde ich immer, dass man das immer schmeckt. Ob absolut ein bisschen mehr Salz, ob ein bisschen weniger. So, Salz können wir noch zu tun? Ja, Salz habe ich schon. Ein bisschen. Hast du schon? Wunderbar. Aber ich liebe es. So. Gut zusammennähten. Natürlich, da wir den Spinat vorher ausgedrückt haben, wird das Ganze nicht eine große Flüssigkeit, sondern ist wunderbar cremig, schöne homogene Masse. Ja, das ist auch sehr wichtig, weil wenn der Spinat jetzt ein bisschen zu wasserig ist, sagt man, dann wird das den Pasta öffnen. Das geht nicht. Es muss genau, das Wasser trocken, wird dann trocken, zu heiß. Fast trocken sein, kann man sagen. Ne? Ja. Okay, gut.
Dann Füllung. Letztes mit so, das Einfache ist mit den Fingern so zu machen. Aufpassen, dass ihr nicht zu viel Füllung jetzt machen. So. Jetzt füllen wir die alle. Und dann die Form der Tortellone ist ein ganz traditioneller Form von dieser Gegend. Und wir machen verschiedene Typen Pasta, die diesen Form haben. Das Einzige, was unterschiedlich ist, sind die Größen. Ah, okay. Und die Tortellone ist eigentlich die mittlere Größe. Die mittlere, okay. Ja, die mittlere Größe. Die ganz kleinen würden wie heißen? Die heißen Tortellini. Und dann machen wir auch einige, die sind größer und die heißen Tortellaccio. Tortellaccio, ja. Latsche von groß, ja. Genau. So, jetzt kommt das Witzige. So, erst diagonal. Jetzt habe ich ein bisschen viel Füllung reingemacht. Diagonal. Ja. Dann, wenn die diagonal geschlossen sind. Das Wichtige ist wirklich, hier an den Seiten gut zu schließen. Ja. Damit keine Luftbobbeln drin ist. Dann nimmt man die über den Finger so und wenden die. Da hat man sein Tortellone. Genau. Klasse. Ja. Schön. Ja, ja. So, also erst diagonal. Dann sitzt man den Tortellone auf eins der Finger, weil es wichtig ist, dass man ein Loch bekommt, damit, wenn man den kocht, dass er ganz gleichmäßig gekocht ist. Und dann rundherum den Finger. So. Ja, wenn es das erste Mal ist, dass ihr Tortelloni macht, dann ist es eine gute Idee, vielleicht nicht so viel Füllung reinzumachen. Es schmeckt lecker, aber es ist schwierig, sie zu winden. Ne? Wobei bei dem klasse Teig. Aber das ist ja so mit selber gemachter Pasta. Man muss probieren. Ne? Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann ist es kein Problem. Okay, wir haben hier unsere Tortelloni mit Ricotta und Spinat. Und wir wollen jetzt unsere Soße Burre Salvia machen. Burre Salvia, sprich mit der Salbeibutter. Schön frischen Salbei aus dem Garten gepflückt. Ja. Klassische Butter. Klassische Butter. Das ist das Schönste hier. In der Gegend wird die Butter, allgemein Molkereiprodukte, nur von Kühen bezogen, die auch Parmesan geeignet sind. Sprich, die werden von Heu ernährt. Ja. Ausschließlich Heu, was natürlich das Ganze, die Milch ein bisschen viel aromatischer macht. Ja. Sehr hohe Qualität für Milch. Genau, Parmesan, Milchprodukte sind sowieso die höchste Qualitätsstufe an Produkten, was Milch anbelangt. Das sind die besten Kühe. Und deswegen ist die Butter auch sehr weich, also weiß. Also ist wirklich, ohne irgendwelche Zusatzstoffe ist es... Überhaupt nicht. Herrlich. Lass uns so sagen, das ist die natürliche Farbe von Butter. Die natürliche Farbe, genau. Weil viele sagen, ist es nicht mehr so gelb? Nee, so sieht Milch und Butter aus. Genau, das ist die klassische Farbe. So, ein bisschen Butter. So. Also ich finde, diese Soße ist die traditionelle Soße, die wir hier in dieser Gegend mit Tortelloni machen. Dieses Gericht wird nur Tortelloni Burre Salvia genannt. Weil man macht immer die Tortelloni mit dieser Füllung und die Soße ist immer Butter und Salbei. Sehr schön, das hört sich gut an. Unsere Butter ist ja ungesalzte. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Normalerweise ist es also mit Salz, oder? Es gibt unterschiedlich. Also der Trend mittlerweile geht schon in die gesalzene Butter. Ja. Es gibt aber durchaus normale, man ungesalzte Butter. Man muss sich nur erinnern, wenn man jetzt die Soße macht, wenn das Butter schon gesalzt ist, genau, dann sollte man nicht mehr nachsalzen. Oder jedenfalls probier, ob es mehr Salz nimmt. Ich muss mal ein bisschen Salz hier. So. So das Wichtige in so einem Burre Salvia. Wir wollen das Butter nicht dunkelbraun haben. Genau. Es muss nur schmelzen. Nichts anderes. Oh, das sieht gut aus, ja. Herrlich, das Aroma kommt jetzt schon durch das Schneiden. Riecht, einfach, herrlich. Lassen wir den mal schmelzen und unser Pastawasser ist schon fertig. Wunderbar. Ein bisschen geben wir schon unsere Pasta ein. Salz in unserem Pastawasser. Genau. Okay. Und die Pasta können reingehen. Perfekt.
Und das Wichtige ist wirklich, wenn man jetzt Pasta kocht, das Wasser muss kochen. So ein Trick ist, wenn man jetzt sein Wasser salzt, salzt es, wenn es schon kocht. Weil es dauert länger, Salzwasser zu kochen. Deswegen macht man immer Salz nachher. Genau. Erst Wasser kochen, dann Salz rein. Salz verzögert einfach die Kocheigenschaft, ja. Den Siedepunkt verzieht es. Genau. Und viel Wasser immer. Sehr schön. Jetzt probiere ich mal hier. Wie sieht das aus? Also man kann eine Variante hier mit Burro e Salvia, man kann auch ein bisschen Olivenöl reinmachen. Olivenöl, ja. Wenn man nicht zu viel Butter haben will. Das ich finde Butter lecker, aber man kann das auch halb-halb machen. Mhm. Viele hier in Italien tun das. Ja, Olivenöl ist ja sowieso ein großes Thema hier. Ja. Das ist perfekt. Ich würde es so langsam machen. Genau, der Salbei an, ein bisschen mit der Butter zu. Ja, es ist blubbert leicht. Die ganzen Aromen kommen jetzt heraus, verteilen sich in der Butter. Ach, es riecht herrlich. So, jetzt waren wir nur auf dem Pasta. Genau. Die brauchen ja nicht so lange, weil wir die ja frisch gemacht haben. Genau. Maximal so zwei, drei Minuten. Dann sind wir schon. Trick an dieser Stelle einfach rausholen, probieren, ob sie al dente genug sind, wie man sie haben möchte. Ja, der Teller finde ich auch wichtig. Also man kann lecker kochen, aber ich finde auch sehr wichtig, dass man das auch dann nachher schön präsentiert. Definitiv. Das passt natürlich. Traditionelle italienische Küche, dann einen handgemachten und Teller traditionelle dabei. Traditionelle Teller. Ich finde es schön, klasse. Also das passt und das... Da ist man natürlich doppelt so gerne dann von. So, das sieht gut aus. Okay. Man muss auch mit diesen gefüllten Pastas aufpassen, dass man es nicht zu viel kocht, weil dann öffnen sie sich und dann kommt der Füllung raus. Und das sieht nicht so schön aus. Das ist natürlich dann schade. Ja. Okay. So. Wunderbar. Okay. So. Yep. Wunderbar. Lecker. Hier können wir schon die ganze Soße, rein mit die Leckereien, ne? Wunderbar. Perfekt. Herrlich. Kleines bisschen Parmigiano Reggiano. So. Ein kleines Salbei und hier haben wir unser Teller. Ich würde sagen, Tortelloni burro e salvia. Buon appetito.